IB hat heute Abend auswärts gegen Luzern gespielt. Lang haben die Berner sich aus dem Meisterrennen herausgehalten. Seit jetzt aber am FC Zürich nicht mehr so gut läuft und seit der FC Basel am Wochenende verloren hat, stecken die Berner mittendrin im Kampf um den Meistertitel. Die Young Boys sind bis auf 3 Punkte am Leader Basel dran. Heute mit einem Sieg gegen Luzern hätten die Young Boys schon mal vorlegen können, im Duell an der Spitze. Martin Andermatt und die Berner Young Boys sind auf dem Weg nach oben. IB ist vor allem zu Hause eine Macht. Auf fremden Plätzen waren die Berner bis jetzt weniger erfolgreich. Heute fand IB schnell ins Spiel. Jakin mit einem Pass auf Häberli. Ziebung konnte klären. Viel Spannendes gab es sonst in der Startphase nicht zu sehen. Bei den Luzern-Fans herrschte etwas Orientierungslosigkeit. Nicht aber bei El Idrissi. Der Franzose traf in der 17. Minute die Querlatte. Dieser Knaller überzeugte auch die Luzerner Fans. Sie drehten sich nun zum Spielfeld und sahen den nächsten Angriff der Gäste. Hakan Jakin mit einer schönen Spielverlagerung. Carlos Varela verlor leichtfertig den Ball und danach auch noch den Anstand. Varela trat nach und hatte Glück, dass Schiedsrichter Circhetta diese Szene nicht sah. Luzern gelang es nun immer besser, IB sein Spiel aufzuzwingen. Lustenberger schickte Lustrinelli auf die Reise. Lustrinelli auf Bettig. Immer noch Roland Bettig. Eckball für Luzern. Aber es wäre einiges mehr drin gelegen. Das war auch Roland Bettig bewusst. In der 34. Minute die Gäste mit einem Entlastungsangriff. Varela auf Jakin und dann hüpfte der Ball ins Tor. 1:0 für die Gäste. Das Tor gegen den Spielverlauf. Und auch sehr unglücklich. Ziebung wehrte den Schuss von Jakin ab, aber dann prallte der Ball von Jakins Knie ins Tor. Die Einheimischen suchten sofort den Ausgleich mit Seoane. Und Lustrinelli zuerst nicht im Abseits, aber dann am Boden. Penalty für Luzern in der 38. Minute. Gesal fällte Lustrinelli mit gestrecktem Bein. Giumiento übernahm die Ausführung und scheiterte an Marco Wölfli. Oh je, Davide Giumiento, das war gar nichts. Dank dem Luzerner Spielmacher lag Martin Andermatts Team nach 45 Minuten auf Kurs. Die erste Szene nach der Pause gehörte wieder den Einheimischen. Giumiento. Beskovac. Wieder nichts. Den nächsten Versuch lancierten die Luzerner nach einer Stunde. Lustenberger setzte sich gegen Jappi durch. Lustrinelli, Wölfli, parierte. Die Luzerner Probleme lagen heute eindeutig im Abschluss. Einen Überraschungsbesuch im FCL-Strafraum statteten die Berner 5 Minuten später ab. Der eingewechselte Frinkpong, Häberli, Schwegler konnte in letzter Sekunde den Torschuss des IB-Stürmers verhindern. Die nächste Szene gehörte dann wieder den Luzernern. Giumiento, Lustrinelli, wieder Giumiento. Es war zum Verzweifeln für die Luzerner. Viele Chancen, aber kein Tor. Und dann noch das. Christian Schwegler mit einem Handspiel im Strafraum. Der Penaltypfiff blieb aber aus. In der 81. Minute Eckball für IB. Luzern konnte klären. Hochstrasser. Xavier Hochstrasser lief an allen Blauen vorbei. Häberli, Tor, 2:0. IB zeigte genau das, was Luzern fehlte. Effizienz im Abschluss. Das Spiel war entschieden, aber der FCL gab sich trotzdem noch nicht geschlagen. Alain Wies
Mauro Lustrinelli, Tor! Aber es zählte nicht. Lustrinelli stand im Abseits. Kurz vor Schluss, IB mit einem Freistoß. Baikal, Zibung, nein, Frimpong, 3:0 in der 86. Minute. Was für ein Schnitzer von David Zibung. IB hatte natürlich gut lachen. Martin Andermatts Team gewann mit 3:0 und setzt seinen Weg nach oben fort. Zielsetzung, dass wir uns im nächsten Jahr und in den ersten drei etablieren, dem hat sich ja nichts geändert. Und ich habe auch gesagt, gegen oben, wenn in dieser Position, wie wir jetzt sind, kann man sicher auch keine Grenzen setzen. Dieses IB scheint wirklich auf dem Sprung nach ganz oben zu sein. IB also weiterhin makellos, das sind es die zwei Spiele von heute. Schauen wir uns das Ganze noch geschwind in der Übersicht an. Luzern, Young Boys gerade gesehen, 0:3. St. Gallen und Neuchâtel Xamax trennen sich torlos unentschieden. Erst morgen spielt dann Basel gegen GC, Thun, Aarau und der FC Zürich gegen Sion. Und so sieht das nach den ersten beiden Matchen der Runde 26 in der Tabelle aus. IB mit einem Spiel mehr punktgleich mit dem Leader FC Basel, weiterhin auf Rang 2. Luzern unverändert auf dem 7. Platz. Xamax und der FC St. Gallen bleiben nach dem Unentschieden heute mit neu je 26 Punkten auf den Plätzen 8 und 9.